This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Lesung und Besprechung des Buches Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Band 1, Ursprung und Organisation der Inquisition von Henry Charles Lear, vom Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben, Anfang des 20. Jahrhunderts ungefähr ins Deutsche übersetzt, und wir sind so ziemlich zum Ende hin, auf Seite 557 fangen wir heute an, genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Es sind noch wenige Seiten bis zum 13. Kapitel und ich glaube, danach gibt es noch ein 14. Kapitel. Das 13. fängt also in ein paar Seiten an, das 14. auf Seite 597 und das ist ungefähr so 30 Seiten vor Schluss. Das letzte Kapitel heißt Der Scheiterhaufen, das folgende Kapitel heißt Die Konfiskation. Über die Konfiskation in Beschlagnahme haben wir ja schon gesprochen, in der Vergangenheit auch. Da wird dann noch ein ganzes Kapitel zugefügt jetzt. Im Augenblick sind wir hier auf Verfahren gegen Tote und Nachkommen. Wir sprechen dann noch über das päpstliche Dispensrecht. Und das war es dann aus dem Kapitel 12, das Urteil. Auf Seite 557, dem zweiten vollen Absatz, fange ich an weiterzulesen, weil das ist genau da, wo wir letztes Mal geendet hatten. Für diejenigen, die also mitlesen wollen in dem PDF-Buch, Seite 557 in dem Originalbuch, und PDF ist das je nachdem, ob ihr das eine Seite oder zwei Seiten Wiedergabe macht. Ich habe immer von einer Seite Wiedergabe gemacht. Dann ist es im PDF-Zähler bei mir zum Beispiel jetzt Seite 600, also dicht dabei. Ne? So, fangen wir an. Da steht, den gleichen Geist erbarmungsloser Strenge bekundete die Inquisition auch gegenüber den Nachkommen eines Büßers. Also, ob man jetzt widerrufen hat oder nicht, die erbarmungslose Strenge ist immer nicht nur gegenüber demjenigen, der gebüßt hat oder nicht, sondern eben hier auch noch über die Nachkommen. Ja? Als ob die was dafür können.
Ja, ich meine, die römisch-katholische Kirche meint in diesem Fall tatsächlich das übernehmen zu müssen, was im zweiten Gebot geschrieben steht. Das zweite Gebot, wissen wir, ist ein Gebot, das in der römisch-katholischen Kirche nicht gelehrt wird. Das ist aus der römisch-katholischen Kirche rausgestrichen. Das ist das Gebot der Idolenanbetung, das wir kennen aus dem Alten Testament oder dem Gesetz und den Propheten, Exodus Kapitel 20. Und da steht ab Vers 4, und ich lese jetzt mal eben vor aus der Schlachterbibel: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Nun, wenn man diesen Vers natürlich einmal analysiert, oder besser gesagt, drei Verse, nämlich Vers 4 bis 6 aus Exodus Kapitel 20, wenn man die ein wenig analysiert, dann kann man sich erstmal die Frage stellen, aber das ist nicht unser Thema heute: Wenn die Erde dann ein Globus ist, der mit was weiß ich wie viel 100.000 oder 1000 Stundenkilometern durchs Weltall düst, wie können da denn bitte schön Wasser unter der Erde sein? Das ist so mal eine Frage, ne? Weil es geht hier nicht um Wasser in der Erde, es geht hier um Wasser unter der Erde. Also muss die Erde ja auf irgendwas stehen, wie in der Bibel auch steht, dass sie auf Pfeilern steht. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, aber da sollten vielleicht einige mal drüber nachdenken, die wirklich denken, die Erde ist A, ein Planet, oder B, ein Globus, wie das kann. Aber mir geht es wirklich darüber, über was hier in Vers 5 steht. Bete sie nicht an und diene sie ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Und ich meine, die römisch-katholische Kirche braucht dies als Entschuldigung dafür, dass sie die Nachkommen der Ketzer eben auch noch bestrafen. Da nehmen sie sich eben das raus, wovon nach dem Motto, das steht in der Bibel drin, das können wir ja machen, weil die römisch-katholische Kirche ist ja die wahre Kirche Jesu Christi, so behauptet sie, die einzige Kirche, außer deren keine Erlösung ist. Und der Papst ist ja der Stellvertreter Gottes auf Erden. Ja? Weil in der römisch-katholischen Kirche ist Jesus Christus Gott, und wenn der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden ist, ist er der Stellvertreter nicht nur des Sohnes, sondern eben auch Gottes. Ne? Nach ihrer Lehre Gott der Sohn. Aber das ist ein anderes Thema. Dafür könnt ihr meine andere Lesung verfolgen. Da geht es darüber. Aber mir geht es hier wirklich nur um den Punkt, mit welchem Recht, ja, und mit welcher Logik, warum? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Warum sagt die römisch-katholische Kirche hier, den gleichen Geist erbarmungsloser Strenge bekundet die Inquisition auch gegenüber den Nachkommen eines Büßers? Was habe ich denn als Kind damit zu tun, was mein Vater im Auge der Kirche verkehrt gemacht hat? Ja, wenn ich das auch verkehrt mache, nach dem Motto, okay, aber da geht es hier noch nicht mal drum. Hier werden einfach ausnahmslos die Nachkommen des Büßers auch mit erbarmungsloser Strenge wird denen begegnet. Ja, und so wird mit ihnen umgegangen. Das ist das, was ich an diesem Satz so interessant finde und das mich dann direkt an die Bibel denken lässt, eben in diesem Fall das zweite Gebot, das aus der römisch-katholischen Kirche natürlich rausgestrichen wurde. Aber es ist ja nicht, weil es aus dem Katechismus der römisch-katholischen Kirche rausgestrichen ist, dass sie nicht die Dinge, die da drin geschrieben sind, sich zu eigen machen und meinen, damit ihre Handlung rechtfertigen zu dürfen. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Das ist eben auch diese Heuchlerei der Kirche. Im römischen Rechte, fährt der Autor fort, wird das Verbrechen des Verrats mit grausamer Strenge geahndet. Und diese Bestimmungen machen die kirchlichen Rechtsgelehrten unablässig geltend als Präzedenzfälle für die Bestrafung der Ketzerei, indem sie hinzufügen, der Verrat gegen Gott sei noch weit hassenswerter als der gegen einen weltlichen Herrscher. Anmerkung: Es sei denn, dieser weltliche Herrscher ist der Stellvertreter Gottes auf Erden.
Und so war es denn ganz natürlich, dass die Kirche in ihrem Bestreben, das Reich Gottes zu verteidigen, das Beispiel der römischen Kaiser nicht nur zu befolgen, sondern sogar zu überbieten suchte. So, nochmal ein ganz wichtiger Satz. Denn so war es denn ganz natürlich, dass die Kirche in ihrem Bestreben, das Reich Gottes zu verteidigen, das Beispiel der römischen Kaiser nicht nur folgen, sondern sogar zu überbieten suchte. Mit anderen Worten, hier haben wir eine Bestätigung davon, dass die Verfolgung der wahren Gläubigen unter dem Antichristen noch stärker ist, als sie bereits unter dem heidnischen römischen Reich war. Wir müssen in der Geschichte zwar ein paar Jahre zurückgehen, aber es gibt genügend Aufzeichnungen, denke ich, die man sich anschauen kann, um zu begreifen, dass das heidnische römische Reich die ersten Christen erbarmungslos verfolgt hat. Die größte Verfolgung ist dann im Grunde gekommen zwischen 303 und 313. Das sind diese 10 Jahre der Achterfolgung, die meines Erachtens auch die sind, die im Buch der Offenbarung ziemlich zu Anfang in den ersten Kapiteln da drin stehen. Ja? Und danach wurde dann ja die Kirche zwischen Anführungszeichen romanisiert oder das Römische Reich zwischen Anführungszeichen christianisiert. Ne? Ab 313 durch Konstantin. Aber wir wissen auch von Tertullian, einer der sogenannten zwischen Anführungszeichen Kirchenväter, wie wir gelesen haben in dem Buch Romanismus und die Reformation, dass ein Gebet überliefert ist, wie die wahren ersten Christen gebetet haben für die Langlebigkeit der Cäsaren, obwohl die Cäsaren sie verfolgt und getötet haben. Sie haben diese wahren Christen geteert, gepfählt, angezündet. Sie haben sie in den Circus Maximus, den wilden Tieren, Leben zum Fraß vorgeworfen und auf alle mögliche Arten haben sie gefoltert und getötet und verfolgt. Aber trotzdem haben diese ersten Christen für die Langlebigkeit des Cäsarentums gebetet, weil sie wussten, dass das, was kommt, wenn der Cäsar weg ist, noch um ein Vielfaches schlimmer sein wird. Also eine Bestätigung dessen, was wir hier mit diesem Satz hier lesen. Ja, in der Lesung Romanismus und die Reformation hatte ich das Gebet, das von Tertullian überliefert ist, ja, bereits vorgelesen. Ja. Also, das päpstliche Rom überbietet die Bestrafungen und Verfolgungen der wahren Christen noch gemessen an dem Maße, wie bereits das heidnische römische Reich diese Menschen verfolgt hat. Damit ist also wieder mal auch das erfüllt, was die Leute damals eben, wofür sie gebetet hatten. Lang lebe der Cäsar, dass der Antichrist noch nicht komme. Weil wenn der Antichrist kommt, dann kommt noch viel schlimmere Verfolgung. Und das geht natürlich zurück auch auf 2. Thessaloniker Kapitel 2. Das ist euch ja, denke ich, ziemlich gut bekannt. Da habe ich ja schon öfter mal erwähnt, das zweite Kapitel im zweiten Brief der Thessaloniker ist unglaublich wichtig, weil da geht es ja über die Wiederkunft des Herrn und die Offenbarung des Menschen der Sünde in den ersten 10 Versen. Und wir wissen ja, dass hier steht, mal eben schauen, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Der Abfall, das ist genau das, die Abtrünnigkeit, ja, Apostasia, Apostasy im Englischen, ja, Abfälligkeit, das ist genau das, was passiert ist mit der Romanisierung des Christentums oder der Christianisierung des heidnischen Roms am Anfang des 4. Jahrhunderts. Ne? In den ersten Jahren nach 313. Und dann hatten wir in 321 das Edikt von Konstantin über den Sabbat. Und dann hatten wir in 325 den Fall, dass der Kaiser Konstantin ein Kirchenkonzil eingerufen hat. Das nennt man heutzutage das Konzil von Nicea. Und in diesem Konzil von Nicea 325
wurde das Dogma der Trinität festgesetzt, das dann 381 in dem Konzil von Konstantinopel zementiert wurde, aber der Grundstein wurde 325 im Konzil von Nicea gelegt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das verstehen im Lichte von, was Paulus in Thessalonika den Leuten bereits gesagt hat. Denn er sagte auch, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde, zu seiner Zeit. In der Zeit, als Paulus gepredigt hat, war das, was zurückhielt, das cäsarische, heidnische, römische System. Das hat zurückgehalten die Ankunft des Antichristen, der also seit dem 4. Jahrhundert unter uns weilt. Mindestens seit dem 4. Jahrhundert. Weil es sagt ja auch etwas früher in diesem oder etwas später in diesem Kapitel, sagt er hier, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Ja? Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das haben wir ja identifizieren können als Simon Magus. Wenn wir uns erinnern an Apostelgeschichte Kapitel 8, Simon der Magier, der im Grunde der wahre Errichter der römisch-katholischen Kirche ist. Davon spricht Paulus hier. Und die Apostelgeschichte war noch vor dem Schreiben des Thessalonikerbriefes. Also, Paulus wusste ganz genau, wovon er sprach. Und ich finde hier, wenn wir solche Sätze lesen in diesem Buch über die Inquisition, dann müssen wir uns daran erinnern, was wir aus der Geschichte gelernt haben, was wir aus dem Lesen der Bibel zur Geschichte gelernt haben in der Vergangenheit. Und wir müssen diese Verbindung machen und wir müssen sehen, ja, schaut, weil die Bibel sagt an einer Stelle, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wenn ich dann hier den gleichen Geist erbarmungsloser Strategie bekunde, den die Inquisition bekundet gegenüber den Nachkommen eines Büßers, im römischen Rechte wird das Verbrechen des Verrats mit grausamer Strenge bekundet und diese Bestimmung machen die kirchlichen Rechtsgelehrten unablässig geltend als Präzedenzfälle für die Bestrafung der Ketzerei, indem sie hinzufügen, der Verrat gegen Gott sei noch weit hassenswerter als der gegen einen weltlichen Herrscher. Und so war es dann ganz natürlich, dass die Kirche in ihrem Bestreben, das Reich Gottes zu verteidigen, das Beispiel der römischen Kaiser nicht nur zu befolgen, sondern sogar zu überbieten suchte. So, hier finde ich eine Bestätigung des Satzes, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, an ihren Früchten werden wir erkennen, dass die römisch-katholische Kirche eben nicht die Kirche Jesu Christi ist, nicht eine wahre bibelgläubige Kirche ist, sondern eine abtrünnige Kirche, die Kirche des Teufels, die Kirche des Antichristen und noch ein paar andere Verse, die wir gerade eben besprochen haben oder die ich gerade eben euch erklärt habe, weisen genau darauf hin, dass das der Punkt ist. Und das Schöne ist, wenn man die Bibel kennt und wenn man wahre Geschichte kennt, dann kann man so ein Buch wie das hier von Henry Charles Lear, der nie vom Antichristen spricht, schon gar nicht davon, dass der Papst der Antichrist ist, dann kann man solch ein Buch ganz anders lesen, ganz anders verstehen. Und genau deswegen mache ich diese Lesung. Ich verstehe es, dass viele Leute nicht die Zeit und Muße haben, solche Bücher über 500 Seiten selbst zu lesen. Das kann ich begreifen. Wir leben auch heutzutage leider nicht mehr in einer Welt, in der die Leute die Motivation haben, solche Dinge zu machen. Deswegen lese ich solche Bücher gerne. Aber wenn man das dann liest und wenn man sich dann zumindest durch diese Lesung eventuell vielleicht auch mal das Buch holt und mitliest und wenn man dann begreift und versteht und sich diese Wahrheiten in diesem Buch und vor allen Dingen in der Bibel verinnerlicht, dann bekommt man auf einmal eine ganz andere Sicht auf die Welt, eine ganz andere Sicht auf die Zeit, in der wir leben und auf die Zeit, in der die Menschen hier damals gelebt haben. Und wir verstehen, wenn Henry Charles Lear das sagt, was er gerade hier in diesem Absatz gesagt hat, wir verstehen ganz klar, dass er sich zwar nicht mit biblischen Worten ausdrückt, aber dass er hier in diesem Absatz ganz klar das bestätigt, was in der Bibel, unter anderem im 2. Thessaloniker Kapitel 2, bereits vorhergesagt wurde. Und das finde ich eine ganz wichtige Essenz dieser Lesung. Deswegen mache ich sie mit meinen Kommentaren. Wenn das für manche vielleicht auch manchmal ein wenig zu viel ist mit den Kommentaren. Aber deswegen kehren wir jetzt zur Lesung zurück. So, weiter im Text sagt der Autor dann: Auf diese Weise lassen sich viele von den Scheußlichkeiten des Inquisitionsverfahrens nicht, wenn nicht entschuldigen, so doch erklären. In dem Codex Justinianus, also das ist der
Rechtskodex der römisch-katholischen Kirche. Ja, in dem Codex Justinianus wird das Verbrechen des Verrats dadurch besonders hart bestraft, dass man die Söhne des Verräters für unfähig erklärte, öffentliche Ämter zu bekleiden und das Vermögen der Seitenverwandten zu erben. Das Konzil von Toulouse 1229 erklärte sogar die Ketzer, die sich freiwillig bekehrt hätten, für nicht wählbar zu öffentlichen Ämtern. Somit war es ganz natürlich, dass Friedrich II. Die römische Praxis auch auf die Ketzerei anwandte und ihre Bestimmungen selbst auf die Enkel ausdehnte. Diese Bestimmungen wurden, wie der ganze übrige Teil der Gesetzgebung, von der Kirche mit Eifer angenommen und durchgeführt. Zwar erklärte Alexander IV., das ist Antichrist Alexander IV., in einer von ihm im Jahre 1257 erlassenen und später von seinen Nachfolgern des Öfteren wiederholten Bulle, dass diese Bestimmungen keine Anwendung finden sollten auf Fälle, wo der Schuldige Strafgelder gezahlt oder Buße geleistet habe, aber Antichrist Boniface VIII. Ging sogar noch über jene Bestimmungen hinaus. Boniface VIII., unam sanctam, später noch Bilder in diesem Video von, indem er selbst den Enkeln der weiblichen Linie dessen, der in der Ketzerei gestorben war, die Rechtsnachfolge absprach. Hier sprechen wir jetzt also schon über das dritte Glied. Na, erinnert ihr euch an Exodus? In dieser Fassung blieb das Gesetz Friedrichs II. Ein dauernder Bestandteil des kanonischen Rechts. Da die Inquisition so sehr auf die Mitwirkung der weltlichen Beamten angewiesen war, die Inquisition, die Kirche will sich ja die Finger und die Hände nicht schmutzig machen oder blutig machen. Die sagen ja von, wir haben nichts gemacht, wir haben nur Urteile gesprochen, aber der weltliche Herrscher, die weltliche Herrschaft, die hat das ausgeführt. Wir waschen unsere Hände in Unschuld und die waschen ihre Hände in Blut. An unseren Händen klebt kein Blut. Ne? Deswegen war die Inquisition so sehr auf die Mitwirkung der weltlichen Beamten angewiesen, so ist es begreiflich, wenn sie auf alle mögliche Weise zu verhindern suchte, dass solche, welche der Begünstigung der Ketzerei verdächtig waren, ferner noch Ämter bekleideten, in denen sie die Pläne der Inquisition durchkreuzen und den Übeltätern hilfreich beistehen konnten. Doch das kann in keiner Weise ihr Verhalten gegen die Nachkommen verstorbener Ketzer rechtfertigen. Da das Verfahren gegen die Toten keiner zeitlichen Beschränkung unterlag, wir erinnern uns den Rechtsfall, wo sie den Antichristen Formosus im 9. Jahrhundert, meine ich, wieder ausgegraben haben und die Leiche vor Gericht gestellt haben, ne? Da das Verfahren gegen die Toten keiner zeitlichen Beschränkung unterlag, ich kann also die Toten ausgraben und kann die nochmal vor Gericht bringen, so gab es auch für ihre Nachkommen kein Verjährungsrecht. So waren die Archive der Inquisition eine unerschöpfliche Quelle von Quälereien gegen die, welche in irgendeiner Weise mit der Ketzerei in Verbindung gebracht werden konnten. Niemand war ja sicher, dass nicht zu irgendeiner Zeit eine Aussage gegen längst verstorbene Eltern oder Großeltern entdeckt oder fabriziert wurde. Oder dass nicht einer, der die Archive durchstöberte, einen Flecken in seinem Stammbaume fand. In jedem Falle war alsdann seine Laufbahn für immer zerstört. Im Jahre 1288 schreibt Philipp der Schöne an den Seneschall von Carcassonne, Raimond Vitalis von Avignon, übe in Carcassonne das Amt eines Notars aus, obwohl sein Großvater mütterlicherseits, Roger Isarn, wegen Ketzerei verbrannt worden sein solle. Sei das der Fall, so müsse der Seneschall ihn seines Amtes entsetzen. Im Jahre 1292 wurde gegen Guido d'Autrive, einen königlichen Leibgendarm, in ähnlicher Weise vorgegangen. Der Inquisitor von Carcassonne, Julien de Essène, machte nämlich dem Staatsanwalt die Anzeige, dass im Jahre 1256 der Vater und die Mutter Girauds ketzerische Handlungen eingestanden und dass im Jahre 1276, also 20 Jahre später, sein Onkel Raymond Carbonel als vollkommener Ketzer verbrannt worden sei.
Zwar wird hier die Macht des Königs zur Absetzung des Beamten angerufen, aber in der Theorie hatte der Inquisitor allein die Machtbefugnis, jeden aus dem Amte zu entfernen, dessen Vater oder Großvater ein Ketzer oder ein Beschützer der Ketzer gewesen war. Um alle unangenehmen Folgen zu vermeiden, pflegten vorsichtige Kinder eines Büßers nach Beendigung der Buße sich eine Bescheinigung darüber ausstellen zu lassen, um so einen Beweis für ihre Berechtigung, Ämter zu bekleiden, in Händen zu haben. In besonderen Fällen hatte der Inquisitor die Befugnis, die Nachkommen von dieser Rechtsunfähigkeit zu befreien, und gelegentlich kam dies auch vor. Aber gleich dem Erlass der Buße war auch diese Befreiung nur ein Aufschub. Bei dem geringsten Zeichen ketzerischer Neigung konnten sie augenblicklich aufgehoben werden. Man lebt also sein ganzes Leben unter Angst. Und Menschen, die Angst haben, sind kontrollierbar. Wozu das führt, sehen wir im 21. Jahrhundert ja ganz besonders deutlich, nicht wahr? Das päpstliche Dispensationsrecht erstreckte sich, wie auf alle anderen Bestimmungen des kanonischen Rechts, so auch auf diese und war eine geradezu unerschöpfliche Einnahmequelle für die Kurie. Auf solche Weise waren die Nachkommen von Ketzern imstande, selbst Beförderung in der Kirche zu erlangen. So wird von einem Cluniacenser-Mönch, also das ist ein Orden, den habe ich noch nicht gehört, Cluniacenser, berichtet, dass, während er in Paris studierte, seine Eltern wegen Ketzerei verurteilt wurden. Er behauptete, von ihren Verirrungen nichts gewusst zu haben und bat den päpstlichen Penitentiär um Dispensation, damit er zu den Weihen zugelassen werden könne. Tatsächlich wurde der Prior angewiesen, ihn zur Ordination zuzulassen, falls sein Leben und seine sittliche Beschaffenheit ihn dazu würdig mache. Wenn ein Sohn aber schon vor der Verurteilung seiner Eltern ordiniert war und eine Pfründe verlangt hatte, so hatte das Gesetz überhaupt keine rückwirkende Kraft. Allen diesen Urteilen lag ein anderes zugrunde. Auf das nicht bloß diese Urteile selbst, sondern überhaupt die ganze Gewalt der Inquisition in letzter Instanz auf sich baute. Das war das Urteil der Exkommunikation, der Verfluchung, des Anathemas. Ein sehr wichtiges Thema, das wir in der Zukunft noch viel besprechen werden, wenn es um die wahre Lehre Offenbarung 13 geht, der Antichrist und seine 1260 Jahre der Regierung, die ja in der Welt meistens verkehrt dargestellt wird. Und die Exkommunikation war hier schon vorher verhängt worden und wird auch noch nachher verhängt. Wir erinnern uns zum Beispiel an Martin Luther mit seiner hieß die Bulle Exsurge Domine? Ich vergesse immer den Namen von Luthers Bulle. Ich schaue es mal ganz kurz nach, verzeiht mir eben. Ja, diesmal hatte ich es richtig. Exsurge Domine, ne? Mit der also Martin Luther damals exkommuniziert wurde. Das ist eigentlich die größte Strafe. Ne? Deswegen sagt der Autor, nochmal eben wiederholen. Allen diesen Urteilen lag ein anderes zugrunde, auf das nicht bloß die Urteile selbst, sondern überhaupt die ganze Gewalt der Inquisition in letzter Instanz auf sich baute. Das war das Urteil der Exkommunikation. Theoretisch betrachtet war die von den Inquisitoren verhängte Exkommunikation keine andere als die aller anderen zur Auferlegung dieser Strafe berechtigten Geistlichen. In Wirklichkeit aber war doch ein großer Unterschied vorhanden. Die Geistlichen hatten ihre Strafgewalt gewohnheitsmäßig so missbraucht, dass der Bannfluch aus dem Munde eines weder gefürchteten noch geächteten Priesters keinen Schrecken einflößen konnte. Die Strafgewalt der Inquisition dagegen lag in den Händen einer kleinen Schar von Männern, die wegen ihrer unversöhnlichen Strenge ausgewählt waren und die niemand ungestraft missachten konnte. Außerdem aber waren die weltlichen Behörden verpflichtet, einen jeden, den die Inquisition wegen Ketzerei oder Begünstigung derselben exkommuniziert hatte,
in Acht und Bann zu tun und sein Eigentum zu konfiszieren. Die Inquisitoren rühmten sich gerne, dass ihr Fluch in vierfacher Hinsicht stärker sei als der des Weltklerus. Sie könnten die weltlichen Regierungen zwingen, den Exkommunizierten für vogelfrei zu erklären. Sie könnten denselben, also den die weltlichen Regierungen zwingen, sein Vermögen zu konfiszieren. Dieselben, ne? Also die weltliche Regierung, das Vermögen der sogenannten Ketzer zu konfiszieren. Sie könnten jeden, der ein Jahr lang exkommuniziert bleibe, wegen Ketzerei verurteilen. Sie könnten endlich, also schlussendlich, über jeden, der mit den von ihnen Exkommunizierten Umgang pflegte, die größere Exkommunikation verhängen. So verschafften sie ihren Vorladungen Gehorsam und ihren Strafen Unterwerfung. So zwangen sie die weltliche Gewalt, ihre Urteile auszuführen. So beseitigten sie die Gesetze, die ihr Strafverfahren behinderten. So bewiesen sie, dass das von ihnen vertretene Reich Gottes über den Reichen dieser Welt stehe. Von allen Exkommunikationen bewirkte die des Inquisitors die schnellste Strafe und flößte den größten Schrecken ein, und auch der Kühnste wagte es darum nicht, sie herauszufordern. Und das beendet das 12. Kapitel. Und deswegen möchte ich nochmal zur Exkommunikation nochmal kurz etwas dazu sagen. Die Exkommunikation ist eine Waffe, die wirkt gegen Menschen, die dem römisch-katholischen Glauben vollständig verfallen sind. Nun dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier in einer Zeit sprechen, zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert, sage ich jetzt mal grob, in dem es normalerweise da, wo man geboren wurde und wo man lebte, keine andere Kirche gab, außer die römisch-katholische Kirche. Und wenn man dann sonntags in die Kirche ging, weil man dazu gezwungen wurde, und man müsste sich die Predigten des Pfarrers anhören oder des Priesters, dann hörte man das in Latein. Und man konnte die Bibel nicht lesen, weil es gab keine Bibel. Und es gab schon gar keine Bibel in der eigenen Sprache. Wenn überhaupt, dann gab es eine in Latein. Latein konnten die Menschen nicht lesen. Also wir müssen mal verstehen, dass hier die römisch-katholische Kirche eine unglaubliche Macht hatte, alleine schon deswegen, weil die Leute nicht nur ignorant und dumm gehalten wurden, wie sie das heute auch werden, aber auf eine andere Art und Weise, sondern vor allen Dingen, weil die Leute, die Menschen damals überhaupt nicht den Zugang zu Gottes Wort und allem hatten. Es gab noch keine Bibeln, wie es sie heute gibt. Im Grunde ist dafür die Ignoranz, die viele als Segen bezeichnen, heute viel schlimmer als damals. Weil heute füllen sie diese Ignoranz mit Unterhaltung und mit allen möglichen anderen Abscheulichkeiten des Herrn, wo ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen will. Und damals hatten sie gar nicht die Möglichkeit, das Wort zu studieren und zu sehen, ob das, was in der Kirche oder sonst wo gelehrt werden würde, auch tatsächlich sich an das Wort Gottes hält oder nicht. Das wusste man nicht, das konnte man nicht kontrollieren. Deswegen war die Kirche allmächtig. Und dieser allmächtige Stand, den sie damals hatte und dann durch die Inquisition auch noch durchgesetzt hat, diesen Stand möchte die Inquisition, möchte die römisch-katholische Kirche natürlich zurückhaben. Der wurde ihr genommen, spätestens zur Zeit der Reformation, wo die Menschen aufgrund dessen, dass sie auf einmal Zugang hatten zum Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache, sehen konnten, dass sie die ganzen letzten Jahrhunderte betrogen wurden. Dass das natürlich teilweise für eine Wut gesorgt hat unter Menschen, die in Wutausbrüchen geendet ist, die man nicht gutheißen kann, wie zum Beispiel diese Bauernkriege, ja, wo dann ja immer gesagt wird, von Luther war der Verantwortliche für die Bauernkriege in Deutschland, so viele unsägliche Tote. Naja, ich kann es irgendwo verstehen, aber ich kann es natürlich biblisch nicht gutheißen, weil Kriege führen, Menschen töten, Menschen verletzen, steht in der Bibel ganz klar drin, soll man nicht tun. Trotzdem haben die Menschen das getan. Den Frust kann man vielleicht verstehen. Man kann es vielleicht verstehen, wenn die Leute, erinnern wir uns doch mal, als Deutschland so gesagt wiedervereinigt wurde in 1990, da wurden ja auch auf einmal Akten freigegeben von der sogenannten Stasi, ne, der Staatssicherheit. Und da sind auch auf einmal Dinge ans Tageslicht gekommen, vor allen Dingen persönliche Dinge, also jetzt nicht von mir, aber
viele Leute, die damals da persönlich von betroffen waren, die auf einmal sagten, von das kann ja wohl nicht wahr sein, wie wir belogen und betrogen wurden und wie wir vor allen Dingen auch erpresst wurden und kontrolliert wurden und alles drum und dran. Und dass sich das eben teilweise in Wut geäußert hat, das ist vollkommen verständlich. Und teilweise sogar in ohnmächtiger Wut. Ja? Dass man so wütend war, dass man schon gar nichts mehr unternehmen konnte. Nun, die Menschen damals haben das alles geglaubt. Und das ist jetzt mein Punkt. Die römisch-katholische Kirche lehrt, dass außer ihr es keine Errettung gibt. Das hat damals der Papst Antichrist Boniface VIII. In Ulan Zantang zementiert. Ja? Das ging dann zurück auf ein Schreiben bereits von Gregor dem VII., Hildebrand, das war Dictatus Papae, das Diktat des Papstes. Und das zusammen mit Unam Sanctam von Boniface dem VIII. Hat ganz klar erklärt, es ist absolut notwendig, für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele um Subjekt des römischen Papstes zu sein, des Pontiffs zu sein. So, das haben die Menschen nicht nur, war das ein Dogma der Kirche, das haben die Menschen auch geglaubt, weil sie wussten ja nicht besser. Das heißt also, wenn man exkommuniziert war und damit keinen Zugang mehr zu den Sakramenten in der römisch-katholischen Kirche hatte, dann war das ewige Leben verloren. Und wenn die Menschen eins ziemlich sicher von waren, also zumindest diejenigen, die gläubig waren, dann war es, dass dieses Leben hier auf der Erde sowieso nichts taugte und das Einzige, was wir hatten, die Hoffnung war. Und die Hoffnung ist, ja, die Hoffnung auf unseren Herrn Jesus zu treffen, die Hoffnung auf seine Rückkehr, die Hoffnung darauf, dass alles hier mal aufhört. Und wenn das so ist und wenn wir dann bei der ersten Auferstehung dabei sind, der Auferstehung der Gerechten, und wir den Herrn treffen werden, so wie es geschrieben steht, auch in Thessalonika, dann müssen wir uns der römisch-katholischen Kirche unterschicken. Wir müssen uns ihr unterstellen. Weil sie ist die einzig wahre Kirche Gottes, außer der es keine Erlösung gibt. Das wurde den Menschen so eingeredet. Deswegen war die Exkommunikation die Waffe. Die große Waffe, die die römisch-katholische Kirche hatte. Weil man braucht nach der römisch-katholischen Lehre ja die Sakramente zur Seligwerdung. Ja? Sieben Sakramente. Unter anderem, ganz wichtig, die Eucharistie mit der Transsubstantiation. Und wenn ich daran nicht mehr teilnehmen kann, dann habe ich das ewige Leben verwirkt. Ja, was habe ich denn dann noch für einen Grund, in diesem Leben hier überhaupt zu wirken, zu sein? Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Druck auf die Menschen ausgelöst haben, die davon keinen Ausweg sahen? Die Exkommunikation? Das war die große Waffe, das war das Urteil, auf dem die ganze Inquisition aufgebaut hat. Dieser letzte Absatz des Kapitels Das Urteil ist deswegen unglaublich wichtig. An allen diesen Urteilen lag ein anderes zugrunde, auf das nicht bloß diese Urteile selbst, sondern überhaupt die ganze Gewalt der Inquisition und ich füge hinzu, die ganze Gewalt der römisch-katholischen Kirche in letzter Instanz sich aufbaute, das Urteil der Exkommunikation. Wenn man versteht, was das bedeutete für die Leute, dann kann man verstehen, warum es eben auch zum Beispiel so viele Verräter gab, ne? Denunzianten gab. Logisch, man probierte sich ja dann irgendwie gut zu stellen damit. Nur für mich persönlich, ich würde den Exkommunikationsbrief, der mich empfangen würde, wenn ich dann einen bekäme, den würde ich mindestens genauso behandeln wie Martin Luther. Ich würde ihn lachend über Feuer verbrennen, zerreißen. Ich würde drauf, ne, denkt euch selbst aus, machen. Das würde mich alles gar nicht interessieren. Das wäre für mich sogar eine Auszeichnung. Aber ich habe im Gegensatz zu den Menschen damals die Möglichkeit, mich zu informieren und meinen Glauben dem wahren Glauben zuzuwenden. Meinem Glauben dem einzig wahren Gott zuzuwenden und alles an der Bibel zu messen, wie die Juden in Beröa, ja, die täglich alles an der Bibel gemessen haben. Apostelgeschichte 17, Vers 11, meine ich. Schaut es euch an. Das hatten die Leute damals nicht.
Martin Luther hatte die Möglichkeit, deswegen hat Martin Luther seine Bulle auch verbrannt. Ich hätte die Möglichkeit auch, deswegen würde ich meine Bulle auch verbrennen. Über mich hat der Papst keine Macht. Darum gehorche ich nicht dem Vater hier auf Erden, wie er sich nennt, weil Papst heißt Vater, sondern ich gehorche meinem Vater im Himmel. Und die Waffe der Exkommunikation hat auf mich so viel Wirkung wie ein Schreckschuss, der 35 Kilometer weg von mir irgendwo im Wald abgefeuert wird. Und wahrscheinlich sogar noch weniger. Das beendet das 12. Kapitel und ich hoffe, dass ihr mir darin folgen könnt, wie wichtig hier die Urteile der Inquisition, vor allen Dingen eben auch das Urteil der Exkommunikation für die römisch-katholische Kirche war und wie furchtbar das für die Menschen damals war, wenn dieses gegen sie ausgesprochen würde. 13. Kapitel. Die Konfiskation. Obgleich die Konfiskation zum größten Teil, wie wir sehen werden, in der Theorie gar nicht Aufgabe der Inquisition war, so bestand der Unterschied, den man in dieser Hinsicht machte, doch mehr nur dem Namen als der Tat nach. Denn selbst dort, wo der Inquisitor das Urteil der Konfiskation nicht aussprach, pflegte sie doch sein Urteil zu begleiten. Sie war daher eine der ernstesten Strafen, die der Inquisition zur Verfügung stand, und die schweren Folgen, die sie hatte, machen eine genaue Prüfung derselben notwendig. Also der Konfiskation. Die Konfiskation im römischen Recht ist das, womit wir auf Seite 561 dieses Kapitel jetzt einleiten werden. Um den Ursprung der Konfiskation zu kennen, müssen wir, wie bei so vielem anderen, unseren Blick auf das römische Recht lenken. Wobei ich das schon ein Oxymoron finde. Rom und Recht, das geht nicht zusammen. Aber ja. So grausam auch die kaiserlichen Edikte gegen die Ketzerei waren, so gingen sie doch nicht so weit, indirekt auch die Unschuldigen zu bestrafen. Ja, selbst als die verhassten Manichäer erbarmungslos zum Tode verurteilt wurden, konfiszierte man ihr Eigentum nur dann, wenn ihre Erben ebenfalls Ketzer waren. Waren dagegen die Kinder rechtgläubig, also katholisch, so erbten sie das Vermögen der ketzerischen Eltern, welche weder ein Testament machen noch die Kinder enterben konnten. Anders verhielt es sich mit den gewöhnlichen Verbrechen. Jede Verurteilung zu Deportation oder zu Zwangsarbeit hatte auch Konfiskation zur Folge. Doch durfte die Ehefrau ihre Mitgift und alle Geschenke, die sie bis zum Tage der Verübung des Verbrechens empfangen hatte, zurückfordern. Auch die von der Patria Potestas schon befreiten Kinder konnten dasselbe tun. Der Rest fiel dem Fiskus anheim. Da sehen wir vielleicht, wo die Erbschaftssteuer herkommt, nicht wahr? Bei Majestätsverbrechen oder bei Hochverrat konnte der Verbrecher selbst noch Bei Majestätsverbrechen oder bei Hochverrat konnte der Verbrecher selbst noch nach seinem Tode verurteilt werden. Dies hatte die Konfiskation seines Vermögens zur Folge. Und zwar nahm man an, dass dasselbe dem Fiskus verfallen sei und von dem Tage an, wo er zuerst das Verbrechen geplant hatte. Also mit absoluter rückwirkender Kraft, ja, ne? Diese Bestimmungen bildeten die Rüstkammer, aus welcher Päpste und Könige die Waffen entnahmen, um die Verfolgung der Ketzerei ebenso anziehend wie einträglich zu machen. König Roger, welcher während der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts den Thron beider Sizilien innehatte, scheint zuerst die römische Praxis angewandt zu haben, indem er die Konfiskation über alle diejenigen verhängte, welche von dem katholischen Glauben abfielen, ob zur griechischen Kirche oder zum Islam oder zum Judentum, wird nicht besonders erwähnt. Aber die Kirche kann sich dem Vorwurf nicht entziehen. Entschuldigung, nochmal eben gerade lesen. Da habe ich jetzt fast drüber gelesen. Da muss man sich eben nochmal auf der Zunge vergehen lassen. Ja?
Also der König Roger, welcher während der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts den Thron beider Sizilien innehatte, scheint zuerst die römische Praxis angewandt zu haben, indem er die Konfiskation über alle diejenigen verhängte, welche von dem katholischen Glauben abfallen. Ob zur griechischen Kirche, zum Islam oder zum Judentum, wird nicht besonders erwähnt. Das wahre Christentum wird hier nicht erwähnt. Warum? Weil der Autor das wahre Christentum, denke ich, fälschlicherweise identifiziert mit dem römischen Katholizismus. Ja? Sonst hätte man das hier ganz deutlich erwähnen müssen. Deswegen erwähne ich es jetzt. Also, indem er die Konfiskation über alle diejenigen verhängte, welche von dem katholischen Glauben abfielen. Ob sie zur griechischen Kirche, also der sogenannten orthodoxen Kirche, abfielen, oder zum Mohammedanismus, oder zum Judentum, oder zum wahren biblischen Glauben, wird hier nicht besonders erwähnt. Weil die meisten Ketzer, lass uns ehrlich sein, sind diejenigen, die den wahren kirchlichen, den wahren biblischen Glauben haben. Aber die Kirche kann sich dem Vorwurfe nicht entziehen, diese Strafe in die europäische Gesetzgebung zur Bestrafung von kirchlichen Übertretungen eingeführt zu haben. Das große Konzil von Tours, das Alexander III. 1163 abhielt, befahl allen weltlichen Fürsten, die Ketzer einzukerkern und ihr Eigentum zu konfiszieren. In einer Dekretale, die Antichrist Lucius III. 1184 zu Verona erließ, suchte er die Kirche den Segen der Konfiskation zuzuwenden, indem er erklärte, sie seien eine Folge der Ketzerei. Eine der ersten Amtshandlungen Antichrist Innozenz III. Bestand darin, dass er in seiner doppelten Eigenschaft als weltlicher Fürst und als Oberhaupt der, zwischen Anführungszeichen, Christenheit, an seine Untertanen von Viterbo einen Erlass richtete, in welchem er sagte, Zitat, »In den Ländern, die unserer weltlichen Jurisdiktion unterworfen sind, befehlen wir, das Eigentum der Ketzer zu konfiszieren. In den anderen Ländern gebieten wir den weltlichen Fürsten und Mächten, dieselbe Maßregel auszuführen. Sollten sie hierin säumig sein, so sollen sie durch kirchliche Zensuren dazu gezwungen werden. Auch soll den Ketzern, die von ihrem Irrglauben ablassen, das Eigentum nicht zurückgegeben werden, außer wenn jemand aus Mitleid dies tun will. Denn gleich wie nach dem weltlichen Gesetze bei den Majestätsverbrechern zu der Todesstrafe noch die Konfiskation hinzukommt und ihren Kindern nur aus Gnade und Barmherzigkeit das Leben gelassen wird, so und noch viel mehr sollen diejenigen, die von dem Glauben abirren und den Sohn Gottes lästern, von Christo losgelöst und ihrer weltlichen Güter beraubt werden, da es ein weit größeres Verbrechen ist, die geistliche als die weltliche Majestät anzugreifen. Ende Zitat von Antichrist Innozenz, das heißt unschuldig, der Dritte. So unschuldig war der wohl nicht, wie die meisten Päpste mit ihrem Namen ja Missbrauch betreiben. Aber das ist eine andere Sache. Hier wird wieder eine Fußnote erwähnt, in die wir kurz reingehen, weil da schreibt der Autor noch zusätzlich zu der gerade eben gegebenen Information dazu. Wahrscheinlich in Übereinstimmung mit dem Kanon von Tours wurde im Jahre 1178 das Eigentum des Peter Morin von Toulouse von dem Grafen konfisziert. Doch erlaubte man ihm, es gegen eine Zahlung von 500 Livres Silber wieder zurückzukaufen. Der Erlass Alfons II. Von Aragon gegen die Waldenser vom Jahre 1194, auf den wir oben, also vorher schon hingewiesen haben, verhängt die Konfiskation auch über alle Begünstigten der Ketzerei. Doch finden wir keine Spuren von der Durchführung dieses Erlasses oder der folgenden Kanones des Konzils von Girona im Jahre 1197. Dasselbe gilt von dem Edikt Heinrichs VI. Aus dem Jahre 1194, das Otto IV. Im Jahre 1210 wiederholt hat. Das nochmal als extra Information zu diesem Absatz.
Auf Seite 562 im letzten Absatz fahren wir fort und der Autor sagt: Dieser päpstliche Erlass, der in das kanonische Recht aufgenommen wurde, ist sehr wichtig, weil er die ganze Lehre der Kirche über diesen Gegenstand enthält. In Nachahmung des römischen Gesetzes über die Majestätsbeleidigung galt das Eigentum des Ketzers von dem Augenblicke an als verwirkt, wo er ein Ketzer wurde oder eine ketzerische Handlung beging. Wir rufen uns in Erinnerung, dass, wie das jetzt genau vonstatten ging, natürlich im Ermessen der Kirche alleine war, der Inquisition alleine war. Man konnte ja der Ketzerei einfach nur verdächtigt oder angezeigt werden, ohne dass da irgendwelche Beweise für geliefert werden mussten. Ne? Also, widerrief er, fährt der Autor fort, so konnte es ihm nur auf dem Gnadenwege zurückgegeben werden. Wenn die kirchlichen Gerichtshöfe erklärten, dass er ein Ketzer sei oder gewesen sei, so war die Konfiskation sozusagen selbstverständlich. Die Besitzergreifung war eine Angelegenheit der weltlichen Macht, der das Vermögen zufiel und von der es auch allein abhing, ob sie das Vermögen dem Schuldigen auf dem Gnadenweg wieder zustellen wollte. Das alles müssen wir beachten, um gewisse, oft missverstandene Fragen richtig würdigen zu können. Der Erlass des Antichristen Innozenz des Dritten ist weiterhin ein Beweis für die Tatsache, dass bei dem Beginne des Kampfes gegen die Ketzerei die Hauptschwierigkeit, welche die Kirche bei der Konfiskation des Vermögens zu überwinden hatte, darin bestand, die weltlichen Herrscher zu überreden oder zu zwingen, durch Besitzergreifung des Vermögens der Ketzer ihre Pflicht zu tun. Gerade in der Unterlassung dieser Pflicht lag, wie Antichrist Papst Innozenz 1210 erklärte, eines der hauptsächlichsten Vergehen, wofür Raimund VI. Von Toulouse so bitter hatte büßen müssen. Sein Sohn erhob in seinen Statuten vom Jahre 1234 die Konfiskation zum Gesetze und verhängte sie in Übereinstimmung mit der Verordnung Ludwigs des 8. vom Jahre 1226 und Ludwigs des 9. vom Jahre 1229 auch über diejenigen, welche Ketzer in irgendeiner Weise begünstigten oder sich weigerten, bei der Gefangennehmung derselben Hilfe zu leisten. Aber seine Politik stand nicht immer im Einklang mit der Durchführung dieses Gesetzes und mehr als einmal musste er wegen Nichtausführung desselben ernstlich getadelt werden. Später jedoch, nachdem die Gefahr eines bewaffneten Widerstandes verschwunden war, hießen die Fürsten gewöhnlich die Gelegenheit freudig willkommen, ihre dürftigen Einkünfte zu vermehren und die Konfiskationen des Eigentums von Ketzern und Ketzerbegünstigern wurde in der Gesetzgebung Europas allgemein anerkannt, wenngleich die Kirche ihre Befehle und Drohungen gelegentlich wiederholen musste und wenngleich es in einigen einige Gegenden gab, in denen sie nur mäßigen Gehorsam fand. Die Konfiskation war im Mittelalter eine gewöhnliche Einnahmequelle für die Staaten, sagt eine Fußnote hier. In England hatte seit der Zeit Königs Alfreds der Verrat den Verlust des Eigentums und des Lebens zur Folge. Eine Strafe, die bis zum Jahre 1870 bestehen blieb. In Frankreich, auf der nächsten Seite geht die Fußnote hier weiter, in Frankreich wurden Mord, falsches Zeugnis, Verrat, Totschlag und Raub mit Tod und Konfiskation bestraft. Nach dem deutschen Lehnsrechte konnte das Lehen für eine große Anzahl von Vergehen entzogen werden, aber es bestand dabei ein Unterschied. War es nämlich das Vergehen gegen den Lehnsherrn gerichtet, so fiel das Leben ihm wieder zu. Andernfalls kam es an die Erben des Schuldigen. In Navarra, also in Spanien, bildete die Konfiskation einen Teil der auf Selbstmord, Mord und Verrat, ja sogar auf Schläge oder Wunden gesetzten Strafen, wenn das Verbrechen an einem Orte geschehen war, wo die Königin oder die königlichen Kinder wohnten. Es ist ein Fall überliefert, wo ein Mann mit Konfiskation bestraft wurde, weil er einen anderen Mann zur Olite, zur
Olite schlug. Jetzt müsste ich gleich mal nachschauen, was Olite ist. Und dieser Ort innerhalb einer Meile von Tafalla, wo zufällig um jene Zeit die Königin weilte. Achso, okay. Da geht es also darum, dass es auch eine Strafe ist, wenn man das an einem Ort macht, wo die Königin oder ihre Kinder sind. Und das Olite ist halt der Ort, wo dieser Mann den anderen angeblich wohl verletzt hat. Ne? Eine ziemlich ausführliche Fußnote eben noch zu dem gerade eben Gelesenen, was wir auf Seite 563 finden. Die Seitennummer ist auch manchmal blöde gedruckt. Nun, am Ende hier auf Seite 563 haben wir dann die Fußnote, in die ich gerade eben reingegangen bin. Und bevor wir jetzt auf Seite 564 fortfahren, möchte ich diese Lesung für heute abschließen, obwohl wir noch nicht ganz an der Stunde sind, aber das ist ja nicht so wichtig. Wir haben die Konfiskation, das 13. Kapitel eingeleitet, wir haben das Urteil, das 12. Kapitel fertig besprochen und wir werden hier in der 49. Sendung mit fortfahren. Aber ich denke, ich habe einige Dinge benannt, die dann doch so wichtig sind, dass man da auch noch mal ein wenig drüber nachsinnieren oder nachdenken oder auch selber nachforschen sollte. Und das sollen diese Lesungen ja mit euch auch machen. Sie sollen euch ansetzen zur eigenen Nachforschung. Ich kann ja nur vorlesen, was ich hier vor mir liegen habe. Und ich kann nur das lehren, was mir selber vom Heiligen Geist eingegeben wurde als Wahrheit und Verständnis. Und das ist das, was mich leitet. Und das ist das, was mir eingegeben und gelehrt wurde, aber euch wird ja vielleicht was anderes eingegeben und gelehrt und deswegen ist es immer wichtig, seine eigenen Untersuchungen anzustellen und in diesem Fall auch ganz wichtig, immer die Bibel dabei zu haben und die Bibel zu lesen. Und damit möchte ich wieder mal meine Lesung enden mit dem Aufruf, bitte lest eure Bibel. Shalom. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet. In seinem
er überwunden hat. Ein wahrer Mensch und wahrer Gott, mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen, darum wird er gepriesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der ein Felsen in Christus bleiben, all Sünd und Last vermeiden. Der Geist der